Diese Mineralstoffergänzung wäre unnötig, wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgen würde. Der Hai kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren. Seinen abscheulichen Verbrechen davongekommen ist, wurde jetzt ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Zyklen der Flamingos einzumischen. Ich meine nur. Right under me. Oh, it can be anywhere.
leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Die Bedrohung unserer Ozeane scheint überwältigend. Doch wenn wir jetzt zusammenarbeiten, könnten wir es schaffen, dass zukünftige Generationen immer einen Ort für die Entsorgung ihrer Reifen haben. Fischer sagen, der Hai, der dich tötet, ist der, den... Red McCord? Den kenne ich nicht von Adam. Wenn er andere Fischer tötet, geht das doch nur die und ihn an, oder? Thank you.
Pilze haben spezielle Geschmacksknospen auf ihrem Körper verteilt. Daher wissen sie, dass du derjenige bist, der ins Wasser gepinkelt hat. Mit Fangzähnen, der Barracuda. Sind mehr Todesfälle durch Riesenwälse zu verzeichnen als durch Haie, wie im Amazonasbecken oder im Splashmania Waterpark in Garland, Texas. Die meisten denken bei diesem Wort an den Titel eines klassischen Rocksenders. Schon gewusst, dass es auch ein Fisch ist? Nun, es stimmt. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Thank you.
Bis die örtlichen Polizeibehörden einen Streit um Zuständigkeit schlichten, bleiben diese beiden eine beliebte Attraktion für selfiesüchtige Schnorchler. Schnellboote schneiden Muster in die Oberfläche des Golfstroms. Muss man immer mit Tod und Drama rechnen. Die Menschen von Port Clovis nutzen jede Gelegenheit, einem sinnlosen und willkürlichen Gemetzel zu frönen. Sure got a dead horse lake. Say something, say something. It's hurting me, I know it. Yeah, a breeze would be nice. Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Ein Schwarm Barracudas besucht die Gewässer um Trash Island, die ihnen einen Speiseplan voll Injektionsnadeln und gebrauchten Schwangerschaftstests bieten. Zurück an Bord der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier. Studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit zwei kaum die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Ja. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen, haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht nahe. Er war Haifischjäger, sonst nichts. Wenn jemand den Megahai erwischt hätte, wäre er es. Ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt.
hat ihn mal gefunden, aber nicht gefangen. Was ist mit deinem Vater passiert? Was passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Fragen. Ich habe zu tun. Genau wie Kyle LeBlanc ist unser junger Bullenhai der Erbe einer langen Familientradition und versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Der Seewolf hat Vibrationen im Wasser festgestellt und sucht nach der Quelle. Auf diesem Boot, da dies keine Sendung über Skiboote oder Wasserski-Wettbewerbe ist. Der Öffentlichkeit zu gewährleisten, wurde ein Kopfgeld auf das flüchtige Haiweibchen ausgesetzt. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Das Haiweibchen sollte wirklich etwas Wasser auf seine Kiemen bekommen.
1973 war eine magische Zeit in Port Clovis, als der örtliche Favorit Trash Talk den 20. Platz im Derby und die ganze Stadt den 1. Platz im Gelegenheitsdiebstahl belegte. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Es scheint, dass Port Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Petros Lake sollte beschämend sein, nicht wahr? Aber in Port Clovis haben sie ein Denkmal aufgestellt. Man muss wohl in irgendwas der Beste sein. Soziale Bewegungen gibt das jährliche Driftwood Man Festival vor, progressive Veränderungen zu fördern. Aber eigentlich ist es nur eine Ausrede, die Gesetze für Nacktheit in der Öffentlichkeit zu missachten.
Der Hai, vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel: zu fressen und sich zu entwickeln. Wenn sie sich Booten oder Schiffen nähern. Die Haifischjäger sind angekommen. Bald werden wir sie in Aktion erleben und möglicherweise herausfinden, welcher von ihnen mein Autoradio gestohlen hat. Ihn zwar als das freundliche Gesicht von Captain Winkies Fish and Chips, doch im echten Leben war der Pirat ein völkermordendes, sklavendes Monster. Der Kampf ist vorbei, aber der Krieg geht weiter. Traum mit atemberaubendem Panoramablick auf den See. Offener Wohnbereich in traditionellem Stil. Fragen Sie nach Deborah. Sagt, was ihr wollt. Diese Landstreicher sind gute Arbeiter. Gegensatz zu meinem besagten Sohn Kyle. Deshalb bezahle ich sie dafür, dass sie nach dem Hai Ausschau halten. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz.
Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Der Hai versteht, dass er essentielle Mineralien fressen muss, um gesund zu bleiben und zu wachsen. Thank you.